Und ich bin froh darüber. Ich möchte jetzt ein Wort Gottes mit euch teilen. Das steht im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14 und 15. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Darf ich kurz einmal technisch kurz mal fragen? Bei mir ist immer eine leichte Rückkopplung irgendwo da hinten in den Bühnengemäuern, wo gerade keiner ist. Es schwingt immer so etwas mit. Also wenn ihr laut Amen sagt, da habe ich nichts dagegen, ne? Nur wenn so eine Rückkopplung da hinten ist, die ist ein bisschen störend. Meine Predigt heute geht über das Reich Gottes. Und ich möchte einmal auf dieses Wort etwas näher eingehen. Also Jesus ruft die Menschen ja zu einer Lebenswende auf. Dieses Tut Buße heißt ja, kehrt um. Und das muss man immer wieder betonen, dieses alte Wort Buße hat nichts mit Büßen zu tun. Auch wenn es genau gleich klingt, vielleicht auch mal irgendwann, weiß ich nicht, in der Sprache gleich gemeint war, es hat nichts mit Büßen zu tun, sondern Buße bedeutet Umkehr. So ist es gemeint. Also Jesus ruft zu einer Lebenswende auf. Die Frage ist nur, warum sollte ein Mensch sein Leben verändern? Also wenn jetzt jemand an unserer Haustür steht und sagt, ich rufe Sie jetzt zu einer Lebenswende auf. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr sagen, ja, sofort, egal wohin. Also wird ja keiner sagen, sondern wozu brauche ich das? Also warum soll ich wenden? Und wir kennen ja diesen Ruf zur Lebenswende aus anderen Bereichen. Und meistens ist es so, dass dieser Ruf laut wird, wenn wir im Grunde genommen vor einer Katastrophe stehen. Also wenn der Weg, den wir gehen, uns letztendlich in eine Katastrophe hineinführt, in eine Schlucht oder wo auch immer. Das ist ja zum Beispiel politisch die Frage mit der Umwelt, Klimaerwärmung, aber nicht nur das, auch Umweltverschmutzung, das viele Plastik inzwischen auch in den Meeren und so weiter und so fort. Da kommt ja so ein Ruf und der lautet, wenn wir so weitermachen, dann stehen wir oder die nachkommende Generation oder die nachkommenden Generationen irgendwann vor einer Katastrophe. Genauso ist es ja mit der Frage von Atomkraft. Es geht ja nicht nur darum, ob ein Atomkraftwerk sicher ist, sondern es geht auch um die Frage, wohin mit dem ganzen Schrott, also mit dem ganzen Abfall. Und dann höre ich ja die Dinger, die strahlen 1 Million Jahre. Ich denke, das sind ja Zeiteinheiten. Wie soll das funktionieren? Und ein großes Erdbeben und das ist alles plötzlich hier oben wieder auf der Erde oder so. Also man fragt sich, wenn wir so weitermachen, dann landen wir in einer Katastrophe. So kann das nicht weitergehen. Und meistens wird so aufgerufen in eine Lebenswende hinein. Und vielleicht kennen viele auch evangelistische Predigten, die eigentlich ganz ähnlich gestrickt sind. Die sagen, wenn ihr so weiterlauft oder wenn du so weiterläufst, dann endet dein Leben in einer Katastrophe. Dann endet dein Leben vor dem Richterstuhl Gottes, dann endet dein Leben in der Hölle, dann wird es ganz schrecklich oder dann mündet dein Leben schon jetzt in einen ganz schrecklichen Zustand hinein. Also ich kenne etliche solche evangelistischen Predigten. Ich habe mal einen jungen Mann getroffen, der sagte, war ja ganz nett, was sie da gepredigt hatten, hat er zu mir gesagt, aber ja schon ein bisschen weich gewaschen. Wenn ich predige auf der Straße, dann predige ich also richtig auch mal den Leuten den Teufel vor die Augen, was da auf sie zukommt.
und so weiter. Also ich bin quasi, mach mal so eine richtige evangelistische harte Predigt. Habe ich ihn gefragt, ja, es macht dir Spaß, ne? Ja, sagt er. Ich sage, gut, da haben wir vielleicht ein gewisses Problem. Mit dem Spaß machen, den Leuten den Teufel vor die Augen zu malen. Aber oft kennen wir Predigten aus dem Evangelium heraus, aber oder aus der Bibel heraus, aber auch im säkularen Geschehen, wenn wir so weitermachen, landen wir oder münden wir in eine Katastrophe. Wir müssen unser Leben ändern. Und dann kommt ja dieser Ruf in die Lebenswende hinein. Und das Problem, was viele dann haben, auch so im Praktischen, ist ja, ja, wir wollen umkehren, aber natürlich mit Gepäck. Das heißt, wir wollen auf die Annehmlichkeiten des Lebens natürlich nicht verzichten. Also wir wollen, dass alles anders wird und unsere Welt wieder schön wird, wie sich das dann viele wünschen. Aber wir wollen natürlich nicht auf irgendetwas verzichten. Wir wollen die Annehmlichkeiten des Lebens mitnehmen. Und das ist so diese Problematik, die sich sowohl im Säkularen und im Politischen und wo auch immer abspielt und die ich manchmal auch so unter Christen erlebt habe, dass eigentlich der Grund zur Umkehr die Angst ist, was auf uns zukommt, wenn man nicht umkehrt. Und da unterscheidet sich der Ruf Jesu komplett. Das finde ich enorm. Jesus ruft nicht in eine Angst hinein, also wenn ihr nicht umkehrt, dann, sondern er ruft in etwas ganz anderes hinein, und zwar zum Reich Gottes. Das heißt, er sagt, kehrt um, denn etwas viel Besseres ist nahe gekommen oder ist herbeigekommen. Kehrt um und etwas viel Besseres ist herbeigekommen. Das hat ja eine völlig andere Bedeutung. Da geht es jetzt nicht in erster Linie um die Angst, was passiert, wenn ich so weitergehe, sondern da geht es um etwas, dass Jesus sagt, da ist jetzt etwas geschehen oder da kommt jetzt etwas, das ist tausendmal besser als das, was ihr hier gerade habt. Und dazu rufe ich, dazu müsst ihr natürlich umkehren, das ist richtig, und das Alte hinter euch lassen, aber er ruft in etwas viel Besseres hinein. Und das ist das Reich Gottes. So erklärt er übrigens auch das Reich Gottes. Ich lese euch mal zwei kleine Gleichnisse. Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz in einem Acker, wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Also der hat etwas viel Besseres gefunden und konnte deswegen das andere, was er vielleicht vorher noch für wertvoll empfand, nämlich sein Geld, sofort ausgeben für diesen Acker, weil da etwas viel Besseres, viel Größeres war. Oder Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Also Jesus ruft, wenn er mit dem Reich Gottes wirbt quasi, dass es herbeigekommen ist, ruft in etwas viel, viel Besseres hinein. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir vielleicht auch manchmal so kennen, wenn du so weitermachst, Katastrophe. Sondern da ist etwas viel Größeres. Komm, kehr um, kauf es dir, kauf den Acker oder kauf die Perle, verkauf alles, was du hast. Das zählt eigentlich gar nicht gegenüber dem, was da auf dich wartet. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist denn bitte schön so viel besser im Reich Gottes? Warum ist denn das so attraktiv, so toll? Und wisst ihr, seit ich im Grunde genommen bewusst Christ bin und auch in der Gemeinde arbeite, geht es ja immer um die Frage,
Wie erreichen wir andere Menschen mit dem Evangelium? Wie machen wir das Evangelium attraktiv? Und dann kommen ja viele Antworten. Wir müssen tolle Gottesdienste haben, wir brauchen eine tolle Bühnengestaltung, wir brauchen einen tollen Lobpreis, wenn möglich auch noch eine einigermaßen gute Predigt und so weiter. Wir brauchen tolle Leute, die vielleicht auch toll gestylt sind und wir müssen auch immer ganz freundlich sein und so weiter. Also wir wollen es den Leuten wirklich attraktiv machen. Und ich weiß, dass ich in Amerika mal eine Predigt gehalten habe, die haben die Leute etwas falsch verstanden. Früher hat man bei einer Autowerbung immer so eine halbnackte Dame darauf gelegt, auf den Kühler. Und das habe ich so als Beispiel gewählt. Da legt man also so eine halbnackte Dame auf den Kühler, um das Auto attraktiv zu machen. Da kann ich ja nur denken, das Auto muss eigentlich ziemlich schrottig sein, wenn es in sich keine Attraktivität erweckt. In Amerika habe ich dann Naked Woman gesagt, das war nicht so günstig. Oder Naked Wife, ja, das ist noch schlimmer. Ja, da gab es dann, sagen wir mal, einige Korrekturen, die dann hinterher sprachlich gemacht werden mussten. Aber diese Frage, die habe ich echt gestellt. Müssen wir das Evangelium attraktiv machen? Und was Jesus hier sagt, ist eigentlich, das Evangelium ist die Attraktion. Das Reich Gottes ist das, was so attraktiv ist, was so wunderschön ist. Man muss es gar nicht beschönigen, man muss gar nicht mit wunderbaren Blumen und was weiß ich, man muss es nicht schmücken, nicht schön machen, nicht die schönste Musik oder die schönsten Leute oder was auch immer, sondern das Reich Gottes selbst ist absolut attraktiv. Aber was ist daran so attraktiv? Man könnte ja jetzt über das Reich Gottes eine ganze Predigtreihe machen, das mache ich jetzt nicht, sondern das Reich Gottes ist ein Ort, an dem Gott herrscht. Und das bedeutet ganz einfach, dort herrscht seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, sein Frieden, seine Versorgung. Das herrscht im Reich Gottes. Und vielleicht, um es deutlich zu machen, gucken wir uns einmal den Gegensatz an. Nicht Reich Gottes bedeutet Ungerechtigkeit und Unrecht. Und das ist tatsächlich ja etwas, was wir irgendwo auch persönlich immer wieder erleben. Ungerechtigkeit und Unrecht. Zum Beispiel möchte ich einmal darauf aufmerksam machen, unser Bruder Gideon Jakob in Indien, der mit einer Schikane nach der anderen quasi im Land gehalten wird und den man versucht, irgendwie ins Gefängnis zu bringen und seine Gemeinde zu zerschlagen, mit dauernden Anschuldigungen, die dann gar nicht richtig bewiesen werden können und dann kommt wieder neue Anschuldigung und so. Ute, seine Frau, sitzt hier. Du weißt, dass das geht ja schon über Jahre. Und immer erfinden sie etwas Neues. Das ist ein Unrecht, Ungerechtigkeit, sogar vielleicht staatlich verordnet, wie auch immer. Das ist unsere Welt und auch wir hier empfinden ja teilweise Unrecht oder Ungerechtigkeit oder auch Lieblosigkeit. Ich will nur mal ein kleines Beispiel. Ich komme hier in Elmshorn von der Königstraße, also vom Einkaufszentrum, gehe ich gerade nach Hause und erlebe da so eine kleine Szene. Da parkt, ist gerade einer eingeparkt in einen Parkplatz. Es waren mehrere Parkplätze frei. Und eine Frau fuhr davor, glaube ich, mit ein paar Kindern und einem VW-Bus. Und die kurbelte ihr Fenster runter und sagte zu dem, der gerade mit seinem kleinen Auto da eingeparkt ist, ob er nicht woanders parken könnte, weil dieser Parkplatz, da kommt sie mit dem VW-Bus richtig rein. Ne? Nö, sagte er. Ne? Und dann wurde sie so ärgerlich. Ja, so geht man miteinander um. Ja, ja, sagt er, so geht man miteinander um. Und dann schließt er sein Auto ab und lässt die Frau da suchen. Auch das haben vielleicht einige schon erlebt, so ein Grad von Lieblosigkeit, von nicht nachdenken, nicht schauen, wie kann man auch einem anderen etwas Gutes tun oder so. Auch das gibt es, auch das erleben wir. Und Kaltherzigkeit,
keine Fehler werden nicht verziehen. Leute haben Angst in ihren Betrieben oder in der Behörde oder an der Arbeitsstelle, dass ihnen Fehler nicht verziehen werden und dass sie immer bloß korrekt sein müssen, sonst geht es ihnen im Grunde genommen gleich an die Gurgel. Das geht ja teilweise bei Leuten, die öffentlich tätig sind, bis hin zur Sprache, dass die nicht ein falsches Wort sagen dürfen, political correct nennen wir das dann, sonst geht es ihnen gleich an die Gurgel, wird ihnen das gleich anders ausgelegt, wie auch immer. Also Fehler darfst du nicht machen. Das ist ja ein Zeichen von Kaltherzigkeit. Da denkt man ja nicht für den Menschen, sondern man denkt ja gegen ihn. Man versucht ja immer, den Fehler zu finden beim anderen. Ja, wofür eigentlich? Um sich selbst ins bessere Licht zu stellen. Krieg in vielen Facetten haben wir inzwischen wieder. Gewalt, psychische Gewalt, verbale Gewalt, Ausgrenzung. Manchmal, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Wir erleben ja gerade zum Beispiel politisch eine richtige Trennung in unserem Land. Und eine Sache, finde ich, haben eigentlich alle gemein, dass sie nämlich nicht fair übereinander reden. Hüben wie drüben. Die einen grenzen aus, die anderen grenzen aus, die einen poltern rum, die anderen poltern rum. Und eine Frau aus Amerika hat mir mal gesagt, als es damals um Trump oder Biden ging, das geht ja heute schon wieder um die gleiche Frage, man wählt hier zwischen Pest und Cholera. Das kann auch eine Art Demokratie sein, zwischen Pest und Cholera wählen zu dürfen. Aber das Problem liegt nicht nur in den verschiedenen politischen Meinungen. Das Problem liegt in der Art, wie wir miteinander umgehen. Verbale Gewalt, Ausgrenzung und so weiter. Und dann auch Versorgung und Verteilungskämpfe weltweit. All das, ihr Lieben, was wir hier praktisch erleben, von dem sagt Jesus und die Bibel uns an verschiedenen Stellen, das wird anders oder ist komplett anders im Reich Gottes. Im Reich Gottes, da wo Gott herrscht, da ist Gerechtigkeit. Da ist kein Unrecht. Da wo Gott herrscht, da ist Liebe. Denn Gott ist Liebe. Da wo Gott herrscht, ist auch seine Barmherzigkeit. Da wo Gott herrscht, ist sein Friede. Jesus sagt ja, euren Frieden lasse ich euch, aber meinen Frieden gebe ich euch. Und seine Versorgung ist auch da. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und das andere wird euch zugetan werden. Also seine Versorgung ist auch da. Im Grunde genommen ist das Reich Gottes wie ein angebrochenes Paradies, was jetzt schon in irgendeiner Weise hier angekommen ist. Nicht erst hinter unserem Tod, irgendwann mal irgendwo, sondern Jesus sagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist herbeigekommen. Es ist schon hier angebrochen. Es ist nicht das Paradies hier ausgebrochen. Aber für diejenigen, die Zugang zum Reich Gottes bekommen, bricht ein Stück Paradies aus. Für die erleben ein Stück Paradies, weil genau diese Dinge dort stattfinden. Und das finde ich total attraktiv. Und ich wünsche mir, ich darf mir ja was zum Geburtstag wünschen. Ne? Ein kleiner Junge fragte mich, was wünschst du dir denn? Ich sag, ein Flugzeug. Oh, nee, das war ein bisschen viel. Sag mal was Kleineres. Ich weiß gar nicht, ob ihm überhaupt was einfiel. Aber das wünsche ich mir, dass diese Freude an dem, was Gott uns schenkt in Jesus Christus, diese Freude am Reich Gottes, dass das ein bisschen sichtbar wird. Dass wir uns nicht so niederdrücken lassen von dem, was wir hier vorfinden, sondern dass wir uns erhellen lassen und erfreuen lassen von dem, was Jesus uns schenkt. Selbst wenn es noch nicht ganz da ist, selbst wenn wir den Schatz noch schnell wieder vergraben haben und gerade dabei sind, den Acker zu kaufen, aber man freut sich schon darauf, wenn ich den erworben habe, was da was Tolles drin liegt. Und das Reich Gottes, ihr Lieben, ist so voller Überraschung, so voller Freude, so voller Kraft, so voller Gerechtigkeit.
auch so voller Lebensnähe. Gott versorgt uns ja auch hier und jetzt. Gott kennt uns ja. Reich Gottes ist ja nicht so eine abstrakte Geschichte, wo man irgendwie virtuell sich in einer anderen Welt befindet. Und wenn man sich da ganz reinversetzt, wie in diese Computerwelten, dann fühlt man sich ganz glücklich, bis man dann in die Realität zurückkommt. Sondern das Reich Gottes begleitet uns ja in die Realität hinein. Und es ist quasi, wie soll ich das sagen? Ja, ich will mal einen Vergleich nehmen. Nehmen wir mal an, wir veranstalten einen größeren Kongress. Und der kostet vielleicht 100.000 Euro. Und wir sagen, das haben wir aber nicht, das Geld. Aber mir hat gerade ein Millionär zugesagt, einfach mal so ganz persönlich, du, wenn ihr da Probleme habt, ich zahle das. Dann sagen vielleicht Leute, kommen zu mir und sagen, du Pitt, du bist wahnsinnig, das können wir nicht bezahlen. Ich soll das auch neben dem Millionär nicht verraten, aber ich stehe immer so lächelnd da und sage, ach, das wird schon, das wird schon. Weil ich weiß, dass da jemand hinter mir steht, der alle Macht hat, nicht der Millionär jetzt in diesem Falle, sondern Jesus selber, dem alle Macht gegeben ist, dem alle Möglichkeiten gegeben sind, der gerecht ist. Ich muss mich noch nicht mal immer nur wehren gegen die anderen, sondern da steht die Gerechtigkeit hinter mir. Sie verteidigt mich auch. Er macht das Reich Gottes, ihr Lieben. Das ist sowas von super. Da kann man ja... Ja. Nö, da kann man doch mal fröhlich sein. Ja. Super. Aber darum geht es. Er sagt, das Reich Gottes kommt. Das ist seine Einladung. Also der Grund umzukehren ist, weil etwas viel, viel Besseres eingebrochen ist. Und dieses Reich Gottes ist ja nicht ein Landstrich auf Erden, das ist uns sowieso klar, sondern es beginnt bei jedem, für den Jesus der Herr ist. Ganz einfach. In Jesus Christus ist das Reich Gottes zu uns gekommen. Wenn Jesus dein Herr ist, und zwar nicht nur so, dass du sagst, Herr Jesus, sondern wenn du es wirklich meinst, also wenn Jesus dein Herr ist, dann ist das Reich Gottes zu dir gekommen. Dann ist das da. Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Versorgung, Gottes Barmherzigkeit, auch Gottes Heiligkeit, seine Besonderheit, sein Glanz. Ja, also alles da. Das bedeutet ein Stück Reich Gottes. Man könnte noch viel mehr darüber sprechen, aber dieses Reich Gottes ist wirklich nahe. Und wie konnten die Menschen denn jetzt erkennen, dass Jesus nicht nur so aus der Fantasie was sagt? Ne? Das Reich Gottes ist nahe gekommen, ja schön, haben schon viele gesagt. Sondern wie konnten sie das erkennen? Sie konnten es an seinem Handeln erkennen. Da war zum Beispiel ein Johannes der Täufer. Der hatte ja schon eine gewisse Vision auch von Jesus, aber er kam dann auch in Zweifel und dann schickte er einmal seine Jünger los und dann lese ich mal vor, Lukas 7, Vers 18, angefangen. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also er meint, kommt das Reich Gottes jetzt wirklich durch dich oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Also Jesus lässt die Leute nicht irgendwo im Dunkeln stehen. Der sagt nicht, das Reich Gottes ist gekommen, herbeigekommen und wenn ihr das nicht glaubt, dann ist schon mal ganz schlecht für euch, sondern man kann es sehen an dem, was er tut,
dass das Reich Gottes wirklich herbeigekommen ist. Also er lässt die Leute da nicht einfach im Dunkeln stehen. Er sagt nicht, Leute, ihr müsst mir glauben. Ich bin absolut glaubwürdig und mir müsst ihr schon mal glauben. So, ihr seht es nicht, ihr werdet es auch nie sehen, aber mir müsst ihr glauben. Ne? Es ist nah. Er redet nicht von etwas Virtuellen, etwas Fantasie erdachten oder in der Fantasie erdachten, sondern er redet von einer Realität. Das Reich Gottes ist wirklich in unsere Welt hineingekommen und man hat es gesehen an den Dingen, die er getan hat. Und so hat er auch nur geantwortet. Er sagt nicht, sagt dem Johannes, ja, schon richtig, ich bin's. Ne? Soll mir mal glauben. Sondern er sagt, berichtet doch dem Johannes, was ihr hier seht. Sagt ihm einfach, was ihr hier seht. Und dann wird er selber schon merken, dass ich derjenige bin. Aber das hat Jesus gar nicht gesagt. Er sagt nur, sagt ihm, was ihr hier seht. Also der Ruf zur Umkehr war nicht abstrakt. Es war nicht ein Wunschreich quasi, was vor Augen gemalt wurde, sondern vielmehr erlebten die Menschen die Nähe Gottes durch Jesus Christus und später auch durch die Jünger. Ganz ähnlich war es übrigens zu Pfingsten. Pfingsten wurde ja der Heilige Geist ausgegossen und dann hat Petrus gepredigt und dann fragten diese Leute, die das ja miterlebt haben, was da jetzt alles passierte, lese ich mal vor aus Apostelgeschichte, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Und jetzt kommt's. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und das, was Petrus da sagte, war für die Leute eine Realität. Die sahen das ja gerade. Der sagt nicht, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Ja, was ist denn das jetzt? Ne? Was denn das? Heiliger Geist, was soll das jetzt sein? Sondern die sahen ja gerade, wie die Kraft des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, wie sie plötzlich Leute verstanden, die gar nicht ihre Sprache sprachen, wie plötzlich ein Wunder vor ihren eigenen Augen geschah, wie sie diese Übernatürlichkeit Gottes einbrechen sahen in ihre Welt. Und dann sagt Petrus und die anderen Apostel, ja, kehrt um, lasst euch taufen, eure Sünden werden euch vergeben und ihr werdet genau das empfangen, was ihr hier quasi gerade seht. Nicht unbedingt die Auswirkungen des Heiligen Geistes, die sind immer verschieden oder können verschieden sein, aber der Heilige Geist an sich, den werdet ihr empfangen. Eventuell auch mit anderen Auswirkungen, wie das, was ihr gerade seht, aber diese Kraft werdet ihr empfangen, die steht euch dann zu. Also immer wieder erlebten die Menschen etwas, wenn es um das Reich Gottes geht, was sie selber nicht erzeugen können. Und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt. Das Reich Gottes beinhaltet Dinge, die wir nicht machen können. Deshalb stehe ich auch, also ich bin immer für einen attraktiven Gottesdienst, ich bin auch für eine gute Bühnengestaltung und für schöne Musik und was weiß ich. Das ist alles gut. Aber das, was wirklich überzeugt, worum es wirklich geht, ist etwas, was wir nicht machen können. Das können wir nicht, sondern das ist das Reich Gottes. Und wenn wir glauben, dass es gekommen ist, und wenn wir glauben, dass es in Christus gekommen ist, und wenn wir glauben, dass wir ein Teil dessen geworden sind, ihr Lieben, dann steckt in uns etwas, was wir nicht machen können. Und es ist trotzdem da. Das Reich Gottes, der Heilige Geist, Christus in uns, nennt es, wie es wollt, es bedeutet, wie ihr wollt, es ist immer das Gleiche, es bedeutet das Gleiche. Gott ist hier, in uns, nicht nur um uns herum, sondern in uns. Und das, was passiert und was Menschen auch überzeugt in diesem Ruf, das ist nicht nur, dass wir uns daran freuen, das gehört auch dazu und kann ja auch ein wenig ansteckend sein, aber das ist, dass die Kraft Gottes wirklich da ist. Dass sie nicht nur erdacht da ist,
sondern dass sie wirklich da ist. Und in diesem Sinne sandte Jesus übrigens auch seine Jünger. Lukas 10, wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Heilt die Menschen und verkündet ihn. Also Jesus sendet seine Jünger nicht nur und sagt, verkündet, sondern er sagt, durch euch soll sichtbar werden, ich sage es mal mit eigenen Worten, dass das, was ihr da sagt, auch wirklich geschieht. Dass das wirklich wahr ist und dass Gott wirklich den Menschen nahegekommen ist. Dass das Reich Gottes wirklich herbeigekommen ist. Dass etwas viel Besseres da ist als das, was ihr jetzt habt. Dass ihr im Grunde genommen, ohne dass man euch groß auffordern muss, gerne alles verkauft. Also das alte Leben hinter euch lasst, das ist ja damit gemeint, weil etwas viel, viel Größeres, viel Schöneres da ist. Und so sollten die Jünger das Reich Gottes im gewissen Sinne wirken lassen und es verkünden. Die Frage ist, welche Rolle spielt das Reich Gottes heute eigentlich? Wir haben jetzt so zurückgeblickt, die Anfänge, und hören von den Wundern und von den Zeichen und all die Wirkungen und von Jesus, wie er gehandelt hat und die Apostel, wie sie gehandelt haben. Aber welche Rolle spielt das Reich Gottes eigentlich heute? Und da neigt man ganz schnell dazu, in die Gesellschaft zu gucken und sagen, welche Rolle spielt das Reich Gottes, welche Rolle spielt Gott überhaupt heute noch? Und da kann man manchmal auch etwas wehmütig werden. Aber eigentlich ist die Frage falsch gestellt. Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt erstmal in die Gesellschaft gucken und sagen, ach du liebe Güte, es wird, im Grunde genommen ist ja eine Art Gottesflucht da. Andere Leute sagen, ja, die Leute, die sehnen sich nach Spiritualität. Ja gut, Spiritualität ist aber nicht gleich Gott. Spiritualität ist irgendetwas Übernatürliches erleben. Das kann man auch auf ganz anderen Gebieten und teilweise auch auf okkulten Gebieten, das ist jetzt nicht unbedingt dasselbe wie Gott und Christus. Sondern das Reich Gottes, das ist eben Gottes Herrschaft. Darum geht es. Und welche Rolle spielt es heute in der Gesellschaft? Trotzdem, lass uns mal den Blick davon wegwenden und eher die Frage stellen, welche Rolle spielt es in deinem Leben? Das ist nämlich der Punkt. Welche Rolle spielt es in deinem Leben? Wenn das Reich Gottes herbeigekommen ist, und zwar in Jesus Christus, und auf uns übergeht, indem wir Jesus annehmen, dann ist ja ganz wichtig, welche Rolle es in unserem Leben spielt. Denn davon hängt ja ein bisschen ab, ob es überhaupt sichtbar wird. Es wurde sichtbar bei Jesus, weil das Reich Gottes in seinem Leben die oberste Priorität hatte. Und Jesus dafür lebte, dass das Reich Gottes verkündet, aber auch sichtbar wird. Also dass Gottes Handeln, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe, wie er die Menschen angenommen hat und so weiter und seine Klarheit, dass das sichtbar wird, dafür hat er gelebt. Und dann sagt er seinen Jüngern, und im Grunde genommen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und seine Gerechtigkeit, dann kümmere ich mich auch um die anderen Dinge. Kümmert sich euer Vater im Himmel auch um die anderen Dinge? Also es ist ja eigentlich der gleiche Prozess. Welche Rolle spielt das Reich Gottes in deinem und in meinem Leben? Es beginnt also ganz persönlich dort, wo Jesus Herr ist. Wenn das Reich Gottes wachsen soll, muss es zunächst in uns wachsen. Ich meine, ich bin hier ja vor inzwischen vielen Jahren, ich müsste richtig nachrechnen, nach Elmshorn gekommen mit dem großen Wunsch, dass in dieser Stadt und in dieser Gegend und überall, wo es möglich ist, ein geistlicher Aufbruch geschieht. Dass Menschen nach Gott fragen, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Dass Menschen Christen werden, dass sie sich verändern lassen durch die gütige Hand Gottes. Und ich habe so im Laufe der Jahrzehnte natürlich auch gemerkt, das ist nicht ganz so leicht.
Das geschieht nicht, also es wird zwar immer von Erweckung geredet, aber das heißt nicht, dass eine Erweckung da ist. Sondern im Grunde genommen findet gerade das Gegenteil statt. Aber trotzdem bin ich mit diesem großen Wunsch gekommen und wünsche mir das immer noch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Möchtet ihr, dass die Menschen um euch herum Jesus kennenlernen? Oder haben wir uns an den Status quo schon gewöhnt? Die sind eben so und ich bin so. Nur die große Frage für mich immer war, wie kann es geschehen? Und die Antwort, die ich immer wieder entdecke, es kann gar nicht durch uns in dem Sinne geschehen. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft. Es geschieht durch seinen Geist. Das Reich Gottes, wenn es quasi in uns wächst, dann wächst es, könnt ihr mal so sehen, auch über uns hinaus. Und bewirkt Dinge, die wir nicht bewirken können, und zwar nicht als Absicht. Also so quasi, jetzt habe ich ja die Kraft des Heiligen Geistes, ich lenke die jetzt mal dahin und lenke sie mal dahin, jetzt soll mal ein Wunder hier geschehen, jetzt soll mal das und das da geschehen, dass ich so quasi der große Lenker bin, sondern ich gebe dem Reich Gottes einfach nur Raum und es wächst in mir und wächst über mich hinaus und macht mich plötzlich, ich hätte es nie gedacht, geduldiger. Ich wollte schon immer mal ein bisschen geduldiger sein, aber es macht das plötzlich, ohne dass ich mich immer zusammengerissen habe. Du musst geduldig sein, du musst geduldig sein, mach lieber nichts, ne? Sondern es geschieht einfach. Es geschieht einfach, weil es wächst. Das Reich Gottes wächst von sich aus. Ich meine, in der Geschichte der Kirche gab es viele Vorstellungen vom Reich Gottes. Es gab die Vorstellung von einer politischen Herrschaft der Kirche. Einige träumen immer noch davon. Von einer politischen Herrschaft der Kirche, dass das Reich Gottes ist. Die Kirche sagt den Leuten, wie sie zu leben haben. Andere träumen eben von attraktiven Gottesdiensten, dass das dadurch das Reich Gottes attraktiv wird. Aber das Reich Gottes können wir nicht zum Wachsen bringen. Es wächst. Es wächst einfach in uns. Jesus sagt es einmal so. Noch einmal ein Gleichnis. Matthäus 13, 33. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist das ganze Maß durchsäuert. Also das Reich Gottes kommt in unser Leben und es fängt an, einfach zu wachsen, unser Leben zu transformieren, so sagen das einige, völlig umzugestalten. Darum geht es. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie hängen die Dinge eigentlich miteinander zusammen? Dass Christen versuchen, Christus ähnlicher zu werden, das nennt man Heiligung, und dass wir Menschen versuchen, für Jesus zu gewinnen, das nennt man Evangelisation. Und hier sehen wir, dass beides zusammengehört. Denn wenn wir Christus ähnlicher werden, wird das Reich Gottes durch uns sichtbar und wir reden dann nicht nur zu Leuten, sondern es wird etwas sichtbar. Und ich bin immer noch guter Hoffnung, dass das geschieht. Auch wenn ich manchmal kleine Horrormeldungen aus Gemeinden höre, ich bin immer noch guter Hoffnung, Gott wird sein Werk durchbringen. Und mögen wir dabei sein, alle miteinander, alle miteinander. Also das Reich Gottes in dir wachsen lassen. Wenn Jesus die Herrschaft in deinem Leben hat, dann wird er dich lenken in allem, was du tust. Das ist der springende Punkt. Und dann geht es ganz einfach. Wenn Freundlichkeit dran ist, wirst du freundlich sein. Ein Fehler ist manchmal, dass Freundlichkeit dran ist und du denkst, ja, aber eigentlich müsste jetzt mal ein Wunder durch mich geschehen. Heilung. Nein, wenn Freundlichkeit dran ist, bist du freundlich. Das macht Gott möglich. Das kannst du dann. Und wenn Barmherzigkeit dran ist, wirst du barmherzig sein. Und wenn Heilung dran ist, dann wirst du heilen. Und wenn Hilfe dran ist, dann wirst du helfen. Das Reich Gottes wächst in dir und bringt seine eigene Frucht, bringt seine eigene Dynamik. Und wenn
wir Jesus folgen und er unser Leben lenkt, dann lenkt er uns in die Situation hinein und wir reagieren nicht so, wie wir vielleicht denken, jetzt müsste man so oder jetzt müsste dieses oder jenes passieren, sondern wir lassen uns einfach lenken und dann geschieht es. Es geschieht einfach. Ich glaube, die Apostel selber hatten gar nicht so große Probleme mit den Zeichen und Wundern, die durch sie geschahen. Denn die haben gar nicht diese riesigen Anstrengungen unternommen. Oh, ich muss mich jetzt aber unglaublich geistlich konzentrieren, damit hier mal ein Mensch gesund wird oder so. Sondern es geschah einfach. Sie waren einfach nur offen dafür. Sie waren völlig abhängig von der Dynamik Gottes, die in ihrem Leben jetzt begonnen hatte, und haben sich einfach lenken lassen von ihm. Und plötzlich wurde ein Lahmer gesund, plötzlich wurde ein Blinder sehend, plötzlich konnten sie, hatten sie keine Angst, wenn sie bedroht wurden, plötzlich konnten sie auch barmherzig sein, plötzlich konnten sie auch, wie soll ich sagen, loslassen von den alten jüdischen Gesetzen, konnten plötzlich Gottes Wege, Gottes Freiheit erkennen in Christus. All das geschah, weil das Reich Gottes in ihn gewachsen ist. Also ganz einfach, schäme dich nicht, dass Jesus Christus dein Herr ist. Schäme dich nicht, so leben zu wollen, wie es Gott gefällt. Schäme dich nicht, dem zu glauben, was in der Bibel steht. Und stell das Licht des Reich Gottes in dir nicht unter einen Scheffel. Das Reich Gottes ist in Christus in dir vorhanden. Stell es nicht unter den Scheffel. Sei nicht schüchtern, so dass man, ja, niemand sieht, dass du mit Jesus verbunden bist. Nein, lass es leuchten. Und wenn die Leute dich alle für verrückt finden, lass es einfach leuchten. Es kommt der Tag, da brauchen sie dein Licht. Genau dein Licht. Das Licht, was von Gott kommt. Aber komm auch nicht auf die Idee, das ist manchmal leider auch so eine Sache, komm nicht auf die Idee, dass die anderen so leben müssen, wie du lebst. Das ist immer so dieses etwas Übergriffige, dass wir sagen, wir sind jetzt erlöst und du hast bitte auch erlöst zu sein. Sondern erfreue dich deiner Erlösung und stecke die andere Person an, dass sie das auch gerne haben möchte. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Da ist etwas Wunderbares und es ist ein Stück an uns sichtbar. Wenn also Gottes Reich in uns wächst, wird seine Schönheit immer sichtbarer. Ihr Lieben, und wir leben in einer Welt, die vielleicht finsterer wird gerade, aber die Sehnsucht nach Frieden und Glück und Treue und Geborgenheit ist immer noch da. Und wenn die Leute sagen, Familie ist überholt und Ehe ist überholt und überhaupt alles Mögliche ist überholt, sagen kann man viel. Die Sehnsucht ist immer noch da. Die Sehnsucht nach Liebe, Treue und Geborgenheit, die bleibt. Die bleibt. Und wenn ihr das lebt, egal ob es gerade im Trend ist oder nicht, irgendwann wird man euch ansprechen und sagen, du, wie kommt das, dass ihr gemeinsam auch durch die schwersten Tage so durchgekommen seid? Und dann sagt ihr, das Reich Gottes ist es. Es ist Christus. Da ist einer, der schafft das, was wir nicht geschafft hätten. All das finden wir bei ihm. Das ist das Reich Gottes. Und Gott möge uns reichlich segnen. Ihr Lieben, auch ihr, ihr jetzt zuguckt, Gott möge uns reichlich segnen, dass dieses wunderbare Reich von uns immer mehr entdeckt wird und immer mehr wachsen kann. Reich Gottes. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für dein Reich, ein Reich, in dem Gerechtigkeit herrscht, ein Reich, in dem Menschen nicht ausgegrenzt werden, ein Reich, in dem wir hineinkommen dürfen, wie wir sind, aber verändert werden in dein Bild, ein Reich, in dem es auch Kraft gibt, mit den Dingen fertig zu werden, die uns hier alltäglich auch begegnen, ein Reich, in dem es Liebe im Überfluss gibt, ein Reich, in dem deine Barmherzigkeit herrscht und auch deine Heiligkeit, deine Besonderheit, deine Schönheit, deine Kraft. Herr, das alles ist gekommen in dir. Ich finde überhaupt keine Worte, Jesus, was wir in dir haben.
Ich will dir einfach nur danken. Und wenn irgendjemand unter uns oder diejenigen, die zugucken, gerne das haben möchte, ich sage uns, es ist nur ein Gebet weit entfernt. Bitte Jesus in dein Leben. Alles andere geschieht dann. Nimm ihn an, kehr um, folge ihm, lass dich taufen, lass dich erfüllen mit seinem Geist. Alles das kommt, weil Gott es uns schenkt, weil er uns liebt. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.